Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sportblog-Eintrag heute. Ich bin wieder allein unterwegs, joggenderweise. Und wie ich das mache und warum ich heute gar keinen Bock habe, erzähle ich nach dem Intro. Heute Morgen sind die Beine richtig schwer. Ich weiß nicht warum. Ich hatte zwar einen Tag Pause, aber zwei Tage sogar. Aber irgendwie wollen sie heute nicht. Vielleicht habe ich auch nicht so richtig Bock, dass das der Grund ist. Aber ich versuche mich jetzt hier durchzuquälen, weil Quälerei muss auch mal sein. Der Kopf will zu 50-60%, aber mein Körper gerade nicht so. Aber ich werde ihn schon noch überzeugen. Das geht schon. Jetzt habe ich gerade 4 Kilometer hinter mir und mein Körper wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diese Tortur, will nicht. Mein Gehirn da oben sagt weiter, weiter, aber mein Körper sagt nee, Kacke, Lauferei da. Ich glaube, das wird ein harter Kampf zwischen den beiden. Ich habe da gar nichts zu melden. Das machen die beiden unter sich aus. Mal gucken, wie es weitergeht. Mein Körper hat einen Etappensieg verloren. Mein Gehirn hat gewonnen. Erst einmal, ich drehe noch eine kleine Schleife nach 6 Kilometern. Mal gucken, wie weit. Mal gucken, wie weit das Gehirn die Überzeugungskraft noch aufbringt, dass mein Körper weiterläuft. Wie gesagt, ich selbst habe da gar nichts zu melden. Die Entscheidung ist schon längst getroffen und irgendwann wird sie mir zugetragen. So sagt es unsere Hypnotiseurin Silke Dumancic, auch auf dem Kanal zu sehen. Sie sagt, die Entscheidungen werden getroffen mindestens 7 Sekunden, bevor man es weiß. Also, ich weiß es noch nicht. Und 7 Sekunden erscheint mir gerade kurz. Bis dann. Ich wusste immer, dass mein Körper schwach ist. Schwach im Gegensatz zu meinem Gehirn. Weil ich habe gerade eben hier hinten die Wendemarke zu 8 Kilometern hinter mich gebracht. Bedeutet, ich muss die 10 jetzt auf jeden Fall laufen. Wie geil ist das denn? Hätte ich bei 4 nie im Leben gedacht. Ich habe gedacht, ich höre bei 5 auf und dann ist gut für heute. Aber jetzt muss ich die 10 auf jeden Fall absolvieren. Und wenn ich bei der 10 bin, dann gucken wir mal, ob mein Gehirn noch was leistet. Mein Körper muss dann mit. Aber mal schauen. Ist noch nicht so ganz sicher. Jetzt bin ich bei 11 Kilometern. Und man merkt, ich laufe noch. Ich laufe noch, mein Körper hat aufgegeben, sich zu wehren. Und mein Gehirn sagt, lauf, Forrest, lauf. Immer weiter. 12 Kilometer muss ich jetzt laufen, weil sonst komme ich zu Hause nicht an. Muss ich irgendwo hier auf dem Feldweg übernachten. Also 12 Kilometer sind auf jeden Fall drin. Ich finde es gerade so geil. Mal gucken. Vielleicht mache ich auch 12,1. Ich habe die 12 Kilometer hinter mir gelassen. Die 12 habe ich hinter mir gelassen. Wie geil ist das denn? Ich laufe und laufe und laufe. Und ich habe gerade eben realisiert, dass das ja hier gerade mein 50. Sportvlog ist. Wie geil ist das denn? Das ist tatsächlich eines 50. Sportvlogs würdig. Alter, ich bin so froh gerade, dass ich noch immer laufe. Vor 8 Kilometern wollte ich schon abkacken. Oder vielmehr mein Körper wollte abkacken. Aber mein Gehirn hat weitergemacht und weitergemacht. Ich laufe jetzt noch ein Stück da hoch, dann wieder zurück. Mal gucken, wie weit ich komme. Und dann war's das. Aber ich bin jetzt schon saugeil glücklich, dass ich das geschafft habe. Huh. Ich bin zu Hause angekommen. 13,2 Kilometer. Check. Saugeil. Hätte ich nie gedacht heute. An meinem 50. Sportvlog. Und das Ganze in
knapp eine Stunde 30. Anderthalb Stunden, nicht schnell, aber dafür weit. Für mich super. Check. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Sportvlog. Ich bleib dran.